Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Vor 100 Jahren waren die meisten Bohrungen noch eruptiv fündig. Das heißt, das Öl schoss einfach in die Luft, so wie wir das hier auf dem Bild sehen. Das war damals aber gar kein großes Problem, sondern im Gegenteil. Wer genau hinguckt, sieht, dass hier ganz viele Menschen sind, große und kleine, und alle wollen sich diesen Blowout angucken. Und die Höhe des Blowouts, das war ein Maß dafür, wie erfolgreich die Bohrung gewesen ist. Je höher, desto besser. Vor 100 Jahren, wie gesagt. Solange nur einzelne Leute gebohrt haben, war das kein Problem. Aber wenn irgendwo jemand reich geworden war mit Ölfunden, dann kamen sofort ganz viele andere Ölbohrer dazu und dann wurde es eng auf dem Ölfeld. Und da gab es dann auch immer Ärger, weil die Leute nicht gleich viel förderten, sondern manche bekamen weniger aus der Bohrung raus. Und dann waren die sauer und dachten, dass die Nachbarn denen was geklaut haben. Und deswegen musste man irgendwie Messtechnik erfinden, um zu prüfen, ob jeder auf seinem Grundstück geblieben ist mit seiner Bohrung. Und im Jahr 1929 hatte ein gewisser John Eastman eine ganz coole Idee. Der nahm sich ein Glas und füllte es mit einer aggressiven Säure. Und dieses Glas wurde nach Beendigung der Bohrarbeiten ins Bohrgestänge runtergelassen und dann hat man einfach mal eine Weile gewartet. Und dann hat man das ganze Bohrgestänge ausgebaut und dieses Reagenzglas wieder an die Oberfläche geholt. Und dann konnte man sehen, dass die Säure das Glas angeätzt hatte. Aber meistens war die Oberfläche nicht waagerecht, sondern schräg. Und das konnte nur bedeuten, dass das Glas unten in der Bohrung irgendwie schief gelegen hatte. Das heißt, die Bohrung war nicht vertikal, sondern geneigt. Ja, und jetzt war das Geschrei natürlich groß, aber die Neigung alleine reicht noch nicht, um zu beurteilen, bei welchem Nachbarn irgendjemand Öl geklaut hatte. Denn die Neigung alleine kann ja in jede Richtung gehen, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Also Neigung alleine reicht nicht aus, um zu beurteilen, ob jemand beim bestimmten Nachbarn was geklaut hat. Tja, und dann ist Herr Eastman wieder in sein Denkerkämmerchen gegangen und hat überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann hat er überlegt, was haben wir denn alles? Wir haben Kompass erfunden, es gab schon Fotoapparate und so weiter und es gab Batterien und Licht. Und dann hat Herr Eastman ein Gerät gefunden, wo er eine Glasschale genommen hat und eine Kugel reingelegt hat. Die Kugel liegt immer am tiefsten Punkt der Schale. Und dieses Ganze hat er über einem Kompass positioniert. Und darüber hat er den Fotoapparat angebracht und die Beleuchtung und eine Zeitschaltuhr. Ja, und dann konnte man dieses komplexe Messgerät in die Bohrung reinfahren. Und die Zeitschaltuhr hat dann irgendwann das Licht angemacht und ein Foto gemacht. Und dann konnte man sehen, wie die Stahlkugel über dem Kompass positioniert war. Und daraus konnte man die Neigung und die Richtung der Bohrung ermitteln. Das war natürlich ein toller Erfolg, aber auch das wurde wieder kritisiert. Denn wenn man nur an einem Punkt die Neigung und die Richtung der Bohrung misst, dann weiß man immer noch nicht genau, ob der Bohrer das Gelände verlassen hat oder nicht. Und so ist Herr Eastman wieder in sein Denkerstübchen gegangen und hat das Multishot-Messgerät erfunden. Und bei diesem Multishot-Messgerät ist ein ganzer Film im Fotoapparat drin und die Zeitschaltuhr ermöglicht es, in bestimmten Zeitabständen Fotos zu machen. Und mit diesem Messgerät konnte man jetzt den ganzen Bohrpfad vermessen, denn das Gerät wurde am Ende der Bohrarbeiten in die Bohrung reingeschmissen. Und dann wurde alle 100 Fuß, also immer nach einem Ausbau eines Gestängezuges, wurde ein Foto gemacht mit der Stahlkugel über dem Kompass. Und auf die Art und Weise konnte man aus den Messungen den Bohrpfad berechnen. Und wenn der Bohrpfad wieder aus dem Gelände rauszugehen drohte, dann musste man sich überlegen, wie man die Richtung der Bohrung wieder korrigieren konnte. Und diesen Beginn der Richtbohrtechnik, den behandeln wir mal in irgendeiner anderen Folge, jedenfalls nicht jetzt. Und auf jeden Fall sprechen wir darüber in unseren Vorlesungen Tiefbohrtechnik 1. Und wir freuen uns über jeden, der sich da reinsetzt. Glück auf!